Hallo liebe Schüler und Schülerinnen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr PDF-Dateien, die euch die Lehrkräfte auf ISAF stellen, in eure Mappe importieren könnt. Dafür habe ich eine Beispielmappe angelegt, die den Namen Demo trägt. Um PDF-Dateien in eure Mappen hineinzulegen, habt ihr verschiedene Optionen. Auch könnt ihr ganz einfach Bilddateien aus eurer Galerie importieren, indem ihr in eure Notiz geht und hier oben in der Galerie ein Bild zum Import auswählt. PDF-Dateien zu importieren ist ein bisschen umständlicher. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ihr verlasst die Notability-App und öffnet eine PDF-Datei, zum Beispiel auf eurem iServ in den Gruppendateien. Oder ladet diese in der ISAF-App hinunter. Beide Möglichkeiten gehen. Um die Datei zu importieren, müsst ihr sie erstmal herunterladen. Habt ihr diese Datei geöffnet und heruntergeladen, findet ihr hier einen Teilen-Knopf, den ihr betätigt. Dort wählt ihr Notability aus und ihr findet die Möglichkeit zu vorhandenen Notizen hinzufügen. In dem Fall hatte ich gesagt, unsere Datei heißt Demo, eure Mappen heißen dann vielleicht Mathematik, Deutsch oder wie auch immer, sodass ihr diese wiederfindet. Solltet ihr ein bisschen suchen müssen, könnt ihr auch hier das Suchfeld benutzen und nach euren Mappen suchen. Wir wählen das einmal aus. Demo. Es erscheint ein blauer Häkchen und wir klicken auf Weiter. Jetzt klicken wir noch auf Importieren. Fertig. Und verlassen die Dateien-App und wechseln wieder zu Notability. Jetzt sollte die PDF-Datei in eurer Mappe erscheinen. Eine weitere Möglichkeit, ebenfalls diese PDF-Datei in eure Mappe zu integrieren, ist, wenn ihr mehrere Apps gleichzeitig öffnet. Dafür findet ihr diese drei Punkte oben an eurem Bildschirmrand. Geht auf Split View und öffnet als zweite Datei eure Dateien. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einfach eine Datei, PDF-Datei hier auswählen und diese in eure Mappe ziehen. Und die PDF-Datei erscheint als weitere Seite in eurer Mappe. So viel zum Importieren von Bild- und PDF-Dateien. Bis zum nächsten Video.